Russia. Your help was appreciated, friend of Russia. Was? Skooma is an illegal narcotic substance made from refined moon sugar. Criminals use it as a kind of currency. They say it makes you fast and strong, but clumsy and stupid. Of course, I want nothing to do with it. Ach so, okay, genau. Die Shirts, aber warum? Ach so, das habe ich damals hier abgelegt, weil ich nicht mehr genügend Space hatte, ja. Okay, gut zu wissen. Wunderbar. Ein Dach gerade schon, der Kollege hat irgendwie, ist gerade hat seine eigene Skooma-Brauerei da, aber ja. Nee, das war noch alles von mir. Alles meins. Namok hier. Jetzt auf einmal wieder ausgeschildert. Mit dem Ghetto, sprich Backroad, wollten sie nichts zu tun haben, aber okay. Das stimmt, vielleicht wenn wir von der Backroad kommen, werden wir ein bisschen schlechter behandelt und kriegen nicht den normalen Logen-Service, den jeder Boss mal normalerweise bekommt. Könnte gut sein. Wir nehmen jetzt nochmal hier das... Stimmt, wir haben Summon Twin Wing Twilight, was ganz geil ist. Nehmen hier nochmal Recon. Das wird er schon mal haben. Ich sehe jetzt bisher noch, also bisher war das alles hier noch relativ Golden Saint frei. Mal gucken, ob das eventuell nochmal ein bisschen anzieht. Die letzte Session zu toppen wird schwer. Definitiv. Da wir, glaube ich, 3 Stück oder so gefunden haben. You bashed it? Wie wär's, wenn du nicht angreifst? Das war übrigens extrem interessant. Sah extrem interessant aus, der Axtschwung. Oder die 4 Stück hintereinander. Vielleicht wäre ein Hammer ratsamer gewesen. Oh, warte. Hä? Hab ich keine... Ah, ich hab keine Bolts mehr. Hab ich doch. One shot to kill. Und direkt rüber auf Silver. Oh, ich hatte noch, ich sehe gerade, ich habe doch noch hier Arrows. Ah. Gut, ich meine, das macht halt 30 Damage straight. Deswegen ist es auf jeden Fall besser. Also der Cross, der Crossbow, der... Die Armbrust. Das sieht schon eher nach meiner Umgebung aus hier. Namok. Ja, definitiv Wald, ne? Wald, Bosma, logisch. Macht Sinn. Du solltest gar nicht erst damit anfangen, meine liebe Dame. Nicht wirklich. Eigentlich ist ja nur einer, der schießt. Just saying. Oh, direkt dreimal Crab Meat. Die Dinger sind aber ganz schön ordentlich genährt hier. Und die geben sogar die ganzen Arrows wieder zurück. Super. Also entweder sind wir gerade extrem lucky, was hier Arrow Recovery angeht, oder je hochwertiger der Pfeil, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass man den Pfeil auch wieder zurückbekommt. Kann auch gut sein. Kurz ein bisschen die Stiefel nass machen. Sehr gut. Dadurch verlieren sie vielleicht ein bisschen an Wert, wobei wir das logischerweise nicht wollen. Aber wir schauen gleich mal, wie das Dingelchen funktioniert. Also die Boots. Naja, so wirklich schnell ist sie zumindest nicht unterwegs. Hoffentlich, wir können das ein bisschen angleichen. Den Kollegen schnappe ich mir gleich übrigens. Das ist ein bisschen zu nah an der Zivilisation. Das kann nicht gut sein. So, Brooklyn blew up the bridge. South Bronx helped us out. Wir sind in Namok. Jo. Perfekt. Well, this is close enough. Thanks for your help. I suppose it's only fair that I give you your reward here. Take them. Though it pains me to give them, you are now the owner of the Boots of Blinding Speed. Oh, yeah. Talk is free. What do you want? Good. Wondrous boots indeed. Never seen a pair like them. Just an honest trader. Okay, bevor wir die Boots hier umschnallen. How interesting. A tourist. Hm. Angalos. Your friendly neighborhood Bosma, what up? Dass Netch-Boots mittlerweile um einiges leichter zu legen sind als die kleinen Netches. Ist das schlecht? You have killed a breeding Netch. Ist es schlecht?
Muss ich das jetzt hier vereinbaren mit meinem Gewissen als Bosma? Na, ist egal. So, safe. Jetzt zeige ich euch nämlich mal Folgendes. Ich weiß selber nicht, wie krass die Boots letzten Endes sind. Aber ich hätte mal Equipment, dann sehen wir, was passiert. Blind 100% on self. Fortify Speed 200 Points. Das hier passiert allerdings. Aber wir haben jetzt einen ordentlichen Boost auf Speed. Wir sehen es hier, 255. Wenn ich jetzt den Curse anziehe von Hurricane, dann passiert absolut gar nichts. Muss ich die Putze danach anziehen? Moment. So. Genau. Ah, okay. Alles klar. Sehr gut. Und so schnell sind wir hier mit den Boots auf Blinding Speed. Ja doch, das ist ordentlich. Das gefällt mir ganz gut. Hier haben wir einen Dreamer. Sehr gut. Aber man sieht halt schon das Problem, dass man eben dann nicht mehr so gut sehen kann. Und ich glaube, die Accuracy leidet darunter auch ein bisschen. Also dadurch, dass wir jetzt eben ja, zu 40% noch geblindet sind, kann es auch sein, dass wir jetzt eben, dass unsere Trefferquote nicht mehr ganz so hoch ist, wie das zuvor noch der Fall war. Hier haben wir noch einen Bullnet. Ups. Das war allerdings keiner, der breedet. Immerhin. Gut. Alles klar. Damit haben wir die Boots of Blinding Speed und wir haben Hurricane's Curse. Das heißt, wir sind hier ordentlich ausgedeckt an Items. Habe ich den Recall? Genau. So. Hier haben wir nämlich das letzte Mal aufgehört. Wir müssen Richtung Alt-Daedroth. Und da das ein Weg ist, der relativ lang ist, das ist so, nehmen wir natürlich die Boots an uns und... Sorry, aber das musste sein. Das sind alles XP-Points, die man sich holen kann. Wir behalten die Boots, dass wir hier einfach ein bisschen schneller an unseren Punkt kommen. Denn ihr wisst alle, das Schwimmen ist richtig scheiße. Und das macht absolut gar keinen Spaß. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir das Ding ein bisschen abkürzen können. Durch die Boots. Also größtenteils für Traveling werde ich die, glaube ich, benutzen. Wobei, was für ein Armor-Rating haben die? 13, ja, definitiv. Also, unsere normalen Boots, unsere Glass Armor Boots, unsere Fighter Spirit Boots werden sie auf keinen Fall ersetzen. Das ist ganz klar. Der Curse eventuell schon eher allerdings, denn Fortify Magicka ist ganz okay. Aber der wahre Punkt, warum wir das logischerweise behalten wollen im Fight, ist einfach 210 Armor, während unser Glass Curse eben nur, in Anführungsstrichen, 131 gibt. Das heißt, das ist schon ein ordentlicher Boost, 213 Armor. Ja, seht ihr, das geht fix auf jeden Fall mit den Boots of Blinding Speed. Was? Hat der Cliff Racer gerade gesprochen? Interessant. Interessant. Selbst die Cliff Racer entwickeln sich hier in diesem Game. Oh, es ist eine Dunmer-Ruine. Gott. Ah, feier. Oi, wey. Was muss man eigentlich nochmal machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Moment, es könnte sein, dass hier eventuell... Genau, der ein oder andere Spellcaster, aber auch der ein oder andere Golden Saint eventuell zu Werke ist. Deswegen... waren dann unsere Boots hier, unsere trusty Boots. Bam, easy. Der da oben ist es nicht. Irgendjemand castet hier gerade ordentlich. Der Party werden wir gleich beiwohnen, gar keine Frage. Hallöchen, sind Sie wohlgesonnen? Oh, who are you, Outlander? And what are you doing here? Who are you? I don't know you, Outlander. What are you doing here? Are you here to worship at this foul shrine? I am a nectarine on a quest for Fulbright's prophecies. No, you are the false incarnate and the devil of lies. You claim to be chosen by Azura and the savior of Morrowind, but you curse the tribunal, call them false gods, and turn the people against their true protectors. You are nothing but a dreamer and a deceiver. And mad servant of devil Dagathor, and you must be destroyed. Gut, soviel zu dem Thema. Greif an. Danke.
Oh, okay. Shit. Good. Falsche Richtung, Freund. What the fuck? Bleibst du wohl stehen? Was soll denn das? Hallo? Moment. Moment. Jetzt wird es mir nämlich auch ein bisschen zu bunt hier. Wo ist es? Bam. Stop right here, criminal scum! Was soll das denn? Was haben wir denn hier? Demon Maze. Nennt mich hier irgendwie Demon und Devil Incarnate und was weiß ich nicht. Alles nennt ein Demon Maze. Nehmen wir mit, hat ein ordentlich Value. Medium. Hat auch ordentlich Value. Die haben alle ordentlich Value, mein Gott. Expensive Robe. Silver Arrows, die haben wir ja ordentlich hier mal eingepflügt. Indoril Boots. Also Indoril Armor habe ich in dem Fall noch nicht gesehen. Das ist interessant. Was ist hier los? Forepaw. Ein Forepaw. Das ist aber das ganze Spellcasting, was ich hier gehört habe. What? Was hier Scum? Was sollen. Was sind das für Manieren hier, hä? No? Alright then, we don't care about that. In fact, you'll be doing us a favor if you kill a few witches and warlocks in the process. Just be careful, leave us alone and we'll leave you alone. Okay. Oh, das lief aber nicht ganz so gut hier, ne? Was sind die denn so aggressiv hier? Und was für Witches vor allem? Aber hey, ich meine, es gibt ein paar Free XP quasi, also von daher werde ich den Kollegen einfach mal sagen, was ich hier von seiner Methode halte. Ich nehme mal die... Das. Und Bone Mold. Klingt schon mal ganz gut, klingt effektiv. Wir machen sicher 30 Damage, von daher... Oh. Ah. Hello, I am the Love Relation Ladies Junior. I am Drovis Arvel and I'm here to clean out this den of Daedra worshippers. You go right ahead and look for treasure if you like, we don't care. And if you kill a few witches and warlocks in the process, then even better. Dachte schon, wir könnten ihn jetzt trotzdem nochmal angreifen, aber anscheinend nicht. Okay. Ja, ja, kein Problem, gerne doch. Wir haben ordentlich Personality, mein Freund. So, hier haben wir nämlich Alt Daedroth Alter Shrine. Let's see. Also hier können wir die Boots of Blinding Speed definitiv vergessen, weil die 40% Visibility wird nicht wirklich helfen. Oh ja, Instant Cap. Oh ja. Yeah. Das ist ja großartig. Schön auf Range. Genauso haben wir es gerne. Oh. Oh Gott! Macht auch ganz gut Damage. Gut, wenn wir die hier ein bisschen auf Distanz halten. Das geht eigentlich. So, Bomb Bolt nehme ich gerne wieder mit. Okay, Standard Light Armor, also nichts, was wirklich von Interesse wäre. Hat sogar ein bisschen Damage gemacht, aber bringt nicht so viel. 50, wiegt kaum was, gerne. Und hier Bone Mold Armor, okay. Und wir haben Bone Mold Arrows, also von daher. Okay, Left Wing. Schauen wir mal ein bisschen durch hier. Oh, hier haben wir... Ne, doch nicht. Da schon Treasure. I get wealthy on the measure. Inner Shrine. Und dann haben wir hier wahrscheinlich den rechtsradikalen Flügel, nämlich den Right Wing. Yep, genau. Ah, da drehen wir nicht, weiß er nicht. Das ist besser als Dwemer Ruinen auf jeden Fall. So, Mann, ich schau mal gerade hier durch. Good. What the? Okay, alles klar. Die greifen sich gegenseitig an, wollte ich gerade sagen. Aber ja, okay, das funktioniert nice. Oh, und oh, sogar paralysiert. So, Dankeschön dafür.
Oh, der zieht aber Gehalt. Interessanter Kampf allerdings. Keine Ahnung, warum die sich jetzt gegenseitig bekriegt haben. Gut, alles klar. Eigma. Nicht, dass das irgendwie jetzt... Aber anscheinend war es nicht questrelevant, ansonsten hätten wir jetzt hier einen Pop-Up bekommen. Aber gut, die hat uns ausgeholfen, also von daher soll es mir recht sein. Da werde ich nicht weiter nachfragen. Mhm. Wiegt 18 allerdings. Wiegt ein bisschen weniger, also nehmen wir das mit. Yes. Auch wieder Bound Mace, also genau dieselbe Waffe, die der Kollege außerhalb hatte. Diamond, Ruby, Raw Ebony, Emerald, jawohl. Thank you very much. So, schauen wir erstmal, dass wir die Trap weg haben. Sehr gut. Und... ja. Perfekt, was haben wir da? 26, gerne. Expensive Ring, jawohl. Gut. Oh shit, what the fuck? Okay. Nice, kleiner Jumpscare. Moment. What the fuck? Okay, es war gut, dass wir rausgegangen sind, weil das Ding hält ordentlich lange an. Jesus Christ, okay. Das kam überraschend, tatsächlich. Aber wir haben Resist Magicka. Also das Ding hätte uns eventuell ordentlich ge-one-shottet. Hätte ich da jetzt in dem Fall nicht reagiert, okay. Ich glaube, hier brauchen wir definitiv den Spear of Bitter Mercy, weil ich glaube, da müssen wir direkt Damage machen gegen ihn. Der Dot ist ja Wahnsinn, mein Gott. Nicht schlecht. Das hat mich auch stark überrascht, wenn jetzt hier wirklich nur die beiden Gegner gewesen wären. Was haben wir denn hier eigentlich? Sheogorath? Wieso ist hier eine Statue von Sheogorath? Wir haben doch schon den Schrein gehabt in Vivek. Ich dachte, wir haben ja noch eine Quest für ihn, aber anscheinend nicht. Aber hier haben wir den Schrein von Sheogorath. Hier oben in Alt-Daedroth. Und den Schrein dann eben auch nochmal in den Katakomben von Vivek. Laut Wiki übrigens, habe ich gerade nachgelesen, müssen wir weder den linken noch den rechten Flügel clearen.